Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir zu euch und Chivalry, dem geilen neu entdeckten oder für mich neu entdeckten lustigen Multiplayer-Spiel. Wir sind hier immer noch im Counter-Strike im Mittelalter, so wie ich es einfach mal sage. Wir sind gerade als Bogen, als Armbrustschütze unterwegs und wollen ja die Leute erstmal ein bisschen aufhalten. Oh, da hat er schon vor mir den getötet. Wir sind hier, wie gesagt, als Armbrustschütze, sind deswegen hier oben. Und helfen dem immer. Ah, ist sehr schwer, wirklich. Aber ist eine Klasse, die ich sehr gerne habe. Und, wow. Und da geht mein Kopf weg. Okay. Also wie gesagt, dieses Spiel habe ich ja schon ein bisschen vorgestellt. Und es ist wirklich eines meiner derzeitigen Lieblingsspiele für zwischendurch. Einfach mal Spieljoy ein bisschen austoben. Es ist echt gut dafür, dass es wirklich ja von einem totalen neuen Studio gegründet worden ist. Ist es einfach super. Und es macht mega viel Spaß. Und ich denke mal, es wird auch noch in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten deutlich verbessert. Es wird Content-Patches geben und. Und dafür, dass es jetzt schon raus ist, ist es einfach unfassbar gut. Von der spielerischen Qualität, von allem. So, wir versuchen immer noch irgendwas zu machen, aber... Wie gesagt, das ist nicht so einfach. Also, ich werde vielleicht auch nochmal gleich eine andere Klasse wieder nehmen, aber... Ich liebe diese Klasse eigentlich. Die ist so flexibel, die ist gut und... Aber die ist nicht einfach. Denn es ist wirklich sehr schwer, hier mit überhaupt zu treffen. Aber natürlich ist sie sehr flexibel. Man kann mal eben schnell in den Nahkampf rein. Jetzt haben wir hier auch einmal mein Schild hin. Wow. Hinter dem wir uns ja auch verstecken können. Wow. So, da haben wir einen getroffen. Sehen wir oben rechts. Oh, der kommt aber einer ganz schön nahe hier. Oh, da müssen wir mal, glaube ich, ein bisschen in den Nahkampf. Wow, oh, was war das denn alles? Da hat einer auf jeden Fall nicht überlebt. Wir laden schnell mal nach. Irgendwie fehlt jetzt so eine Schlachtenmusik. Hat der Dovahkiin gesagt? Ich weiß es nicht. Und der Kopf da liegt immer noch gut. Ja, ich dachte, er läuft nach links. Wie gesagt, das ist echt ein bisschen tricky hiermit. Auf jeden Fall, das ist teamorientiert, dieser Spielmodi. Das heißt, die Gegner müssten dieses Ding hier nach vorne pushen. So, da haben wir wieder einen. Die müssen das da vorne pushen, aber im Moment passiert da nicht viel. So, wir haben noch genug Munition, um hier reichlich zu ballern. Oh, da, das war aber sehr knapp. Na, wir gehen mal wieder ein bisschen zurück. Muss natürlich, wie gesagt, immer aufpassen. Und, naja, es gibt natürlich noch einen normalen Bogen anstelle der Armbrust. Der Bogen, der ist natürlich deutlich schneller zum Nachladen. So, wir gehen jetzt hier wieder mal in den Nahkampf. So, den haben wir von hinten erwischt. So, da ist aber noch einer. Den haben wir auch bekommen. Aber da wieder unser Kopf ab, das sehen wir auch oben rechts. Da haben wir jetzt einen reinbekommen. Das Spiel läuft immer noch in der Unreal 3 Engine, sieht deswegen auch recht ansehnlich aus. Es könnte ein bisschen mehr Blut sein für mich. Fände ich bei dem Spiel nicht so verkehrt, aber auf jeden Fall ist das schon gewalttätig genug. Ja. Ich möchte ja nicht Gewalt gutheißen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Spiel noch entwickelt. So, wir müssen dieses Ding immer noch, wer jetzt geahnt, stoppen. Da oben läuft übrigens immer noch einer. Der hat auf jeden Fall einen Kopfschuss bekommen. Wir hören das gurgeln.
Ja, und ich glaube nicht, dass er gerade was trinkt. Oder eine Mundreinigung macht. Ich meine, es ist echt schwer, damit zu treffen. Das ist unglaublich. Oh, ich glaube, ich bekomme jetzt einen rein. Boah, gut, dass der nicht trifft. Archers sind gar nicht useless. Okay, hier sind die natürlich ein bisschen im Nachteil. So, da warte ich mal, bis der Spanz und Feuerraum wieder voll daneben. Also ich glaube, da braucht man echt ein bisschen Übung. Ja, klar. Wenn er läuft, dann treffe ich. Gar kein Problem. Wenn er steht, dann kriege ich gar nichts hin. Das ist natürlich sehr logisch. Da habe ich ihn sogar direkt getötet. Armbrust macht natürlich auch deutlich mehr Schaden. So. Ich sollte schneller als er sein. Und kann ihn auch von hinten erstechen. Und dann nochmal einen hinterher geben. So muss das sein. Das war doch ein schöner Kill, oder? Ja, da unten schreibt das actually Archers rock, just Archer without aim sucks. Ja, das stimmt halt. Man muss natürlich schon so gut sein wie ich. Ja, wenn man so gut ist wie ich, dann hat man damit auch kein Problem. Wir haben 7-2, ist doch ganz okay. Ja gut, wir sind natürlich auch ein Archer, der hinten steht. Ja, ein Archer. Aber naja. Oh Mann, ich hätte den so gerne mal in den Kopf geschossen. Aber das sei dann auch nicht immer gegönnt, natürlich. Oh, da wurde der schön getötet. Schöner Kill. So, da haben wir wieder einen. Wie gesagt, die Armbrust, die macht... Oh, da haben wir einen in den Kopf bekommen. Au, au, au. Nehmen wir mal eine andere Klasse noch einmal. Obwohl ich glaube, so lange geht die Map eh nicht mehr. Noch 30 Sekunden, das können wir auch noch hiermit machen. Dann können wir noch mal die nächste Runde uns anschauen. Mal schauen, wie lange das immer geht. So, wir rennen, wir rennen. Wir wollen noch einen Kill vielleicht kriegen. 12, 10, 9, 8... Oh mein Gott! Da zielt er! Und! Volltreffer! Bam! Irgendwo in die Magengegend und wir haben gewonnen! Wunderbar! 9-3 haben wir. Team Agatha ist victorious. Und ja, das Gegnerteam hat es nicht geschafft, den Leichenwagen zu transportieren. Hier unten steht der Corpse-Wagon. Sind halt immer noch so ein paar Fehler in der Lokalisation, aber ich denke mal, das alles wird über die Woche hinweg noch ausgemerzt. Ach ja, genau, kicken können wir auch noch, habe ich ganz vergessen. Jetzt spielen wir auch erstmal andere Klasse, auch wenn ich wirklich sagen muss, der Archer, der gefällt mir mega gut. Den würde ich am liebsten die ganze Zeit spielen, aber ich möchte euch ja auch ein bisschen was bieten, deswegen spielen wir jetzt einmal den Pikenier wieder. Auch eine Klasse, die ich einfach sehr gerne mag. Schön mit der Bartaxt, ja, hier auch. Nehmen wir die Kriegsaxt und hier auch die Äxte, ja. Das ist meine Axtklasse. Schöne Map hier übrigens, also Design einfach. Sieht echt gut aus, ja alles. So, wir müssen Fackeln entzünden, weil wir hier gerade angreifen. So. Die Waffen sehen ja fast gleich aus. Hat sich schon einer reinbekommen oder was? Sollte nicht so sein. Hier ist unsere dicke Bartaxt und der Pekinier ist ja eben die Klasse, die, wenn sie lang genug sprintet, nach einer Zeit so einen super Angriff bekommt. Das habe ich im Moment, deswegen halte ich auch meine Waffe hier schön nach vorne. Können wir nur nicht mehr straven. So, das ist da aber jetzt alles hier fertig, ne? Ach nee, wir sollen... Ah, wir sollen irgendwas anzünden. Okay. Aber wir können damit auch... Nee, nicht zuschlagen. Komm, da rennen wir einfach mal rein. Oh, von hinten. Autsch.
Ja, also wir müssen diese Fackeln und da müssen wir irgendwie hoch, das entzünden. Das ist natürlich schwer und wir starten ja auch echt weit weg. Ebenfalls sehr schwer. Und der steht da seelenruhig rum. Irgendein NPC. Schön bei Nacht, ja. Das erinnert mich irgendwie an Battlefield gerade. Ja, wir können natürlich auch von der Seite mal gehen. Oh, da wurden wir schon hier angegriffen. Ein Pfeil. Oh Gott, da ist aber immer sehr knapp hier. Ah, da wurde auch der hinter mir getroffen. Die Blechbüchse. So, wir nehmen das einfach mal. Rennen jetzt zum Lauf. Signalfeuer. Der soll mich hier beschützen. Oh, da sind aber schon einige. Oh Gott. Vielleicht reicht es ja, wenn ich einfach drauf zurenne. Nein, ich bin tot, oder? Es brennt. Tatsache, es brennt, aber es reicht nicht. Die werden das Feuer jetzt austreten. Ja, leider. Aber, ich habe es geschafft, ja. Habe ich das jetzt geschafft? Nee. Nee. Das ist noch nichts gewesen. Das war nur der Anfang. Da hätte man noch ein bisschen mehr... Ich hänge ein bisschen fest gerade. Hoppala, was geht denn hier ab? So, das war natürlich jetzt noch nicht optimal, aber so in etwa. Also einfach da reinwerfen. Vielleicht könnten wir es auch von unten hochwerfen. Wir wollen jetzt aber mal wieder ein bisschen schlachten. Rennen mal hier von der Seite so an. So, da haben wir ihn bekommen. Schön mit der vollen Breitseite. Ja, deswegen haben wir den ja auch bekommen. Oh, das ist hier, da fangen die, glaube ich, an. Da ist es schlecht hochzulaufen. Aber wir haben auch die Wurfechse, ne? Gut, hat nichts gebracht. Gehen wir zurück. Oh, abgeschlossenes Missionsziel. Wahrscheinlich war ich das noch. Und die haben es irgendwie nicht bekommen, oder... So, das Munition heißt jetzt nur, dass wir unsere Wurfechse neu aufgefüllt haben. Oh. Hätte ich ihn getroffen, aber habe ich nicht, ja. Das muss damals aber ziemlich scheiße geworden sein, weil... Wenn ihr damals so mit dem Gewicht nach vorne gesprungen seid, ja, das war es dann aber auch. Der ist einer von mir, ne? Aber irgendwo sind doch hier auch noch ein paar Gegner über. So, hab mich ausgelebt, alles wieder in Ordnung. Falls ihr das Spiel auch habt, schreibt, wow, schreit nicht so, schreibt da auch einfach mal, wie euch das Spiel gefällt. Ich renne auf jeden Fall jetzt wieder hemmungslos rein. Und, wow, der hat gesessen. Ich kann auch mal eine andere Klasse nochmal nehmen. Falls ich gleich wieder sterbe. Auf jeden Fall müssen wir die Trebuchets jetzt zerstören. Das ist nicht so einfach, weil die uns jetzt hier auch direkt an der Quelle hier... Ja, das war wieder sehr blöd hier. Wir gehen mal da oben zum Trebuchet 1. Oh.
Mann, ich... So, da ist er tot. Das war aber eine schwere Geburt. So, wir gehen mal hier nach unten. Oh, das tat aber weh. Nehmen einmal die Munition. Haben wir nicht genommen. Gehen jetzt hier zum Triple Shield 4. Oh, oh. Oh! Da war irgendeiner. Das tat sehr weh. Und ich denke mal, wir machen hier einen kleinen Schnitt und sehen uns dann im nächsten Video wieder, oder? Bis gleich.